Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr das Problem beheben könnt, wenn euer Heizkörper warm bleibt, aber der Thermostat oder der Regler halt auf 0 steht. Das gleiche Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen gehabt. Da stand der Thermostat auf 0, aber mein Heizkörper blieb warm und wurde nicht abgeschaltet. Das Problem zu beheben ist ganz einfach. Als erstes braucht ihr eine Wasserpumpzange natürlich. Dann stellt ihr den Regler erstmal auf 5 aufdrehen. So, jetzt wird das Thermostat aufgeschraubt oder entfernt. So. Zur Fehlerbeschreibung, und zwar der Thermostat oder Regler hat innen drin, ich hoffe man sieht es, so eine kleine Nase oder ein Pin, wie man ihn nennen will. Wenn man den auf 0 stellt, wird er rausgeschoben oder rausgedreht und drückt halt gegen diesen Pin dagegen und schiebt ihn rein, so dass der Wasserzufuhr abgedreht wird. Bei mir war es halt so, dass dieser Stift halt hier vorne blockiert war. Man konnte auch nicht gegendrücken, auch nicht einfach. Der war halt blockiert. Dann habe ich einfach die Wasserpumpzange genommen und mehrmals gegengedrückt, dass er halt die Blockade sich gelöst hat. Das kommt ab und zu mal vor, halt, dass wirklich nach langer Zeit irgendwie dieser Stift klemmt. Und dann wird das nicht zugedreht. So, einfach mit einer Wasserpumpzange oder mit der Rückseite vom Schraubenzieher mit dem Griff halt mehrmals reindrücken. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass er nicht an diesen Stift hier zieht. Denn wenn ihr Pech habt, fliegt das raus, das Stift hier, und dann habt ihr einen Wasserschaden in der Wohnung. Und dann habt ihr ein größeres Problem. So, nachdem ihr es ein paar Mal reingedrückt habt, sollte die Blockade halt weg sein und der Regler ganz normal wieder schließen. So, jetzt kommt das Thermostat wieder dran. Und man kann es wieder ganz normal schließen. Man hört auch nichts mehr. Also die Wasserzufuhr ist halt gestoppt. Bei mir war es halt früher so, dass wirklich halt der Thermostat verstand auf 0. Aber man hörte immer noch halt Wasserzufuhr, dass es offen war und nicht geschlossen hat. So, das war's eigentlich. Damit sollte es behoben sein. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und auch geholfen irgendwie. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Die nächsten Videos folgen dann noch.